Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Finance TV. Keine zwei Wochen mehr sind es bis zum Spiel des Jahres, Dortmund gegen Bayern, Champions League Finale im Wembley Stadion. Wir schauen uns das Ganze heute auch mal an, und zwar aus der wirtschaftlichen Perspektive. Dafür haben wir den CFO von Borussia Dortmund bei uns zu Gast, Thomas Dress. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Dankeschön. Keine zwei Wochen sind es mehr hin. Wie hoch ist Ihr Pulsschlag schon? Ich habe den absoluten Ruhepuls, denn ich kümmere mich gerne um Probleme, die ich beeinflussen kann, und Dinge, die ohne meinen Einfluss stattfinden, da rege ich mich auch nicht drüber auf. So problematisch war die Champions-League-Saison für Sie bis jetzt ja noch nicht. Wie viele Einnahmen haben Sie da bis jetzt in Ihre Kasse geholt in der Saison? Wenn man die Gesamteinnahmen einschließlich des Finales sieht, werden es am Ende über 70 Millionen sein. Kommen da in den nächsten ein, zwei Jahren noch zusätzliche Erlöse, zum Beispiel zusätzliche Sponsorenerlöse, weil der Markenwert gestiegen ist, oder irgendwelche Verträge, die Sie haben, wo Sie nochmal extra Prämien bekommen dafür? Sie haben bei den großen Sponsorenverträgen immer Prämien für den sportlichen Erfolg, weil natürlich auch dann die Reflexion des Sponsors in seiner Verbreitung stärker ist. Und natürlich mit dem nachhaltigen oder anhaltenden sportlichen Erfolg führt das natürlich dazu, dass Sie in eine andere Preiskategorie rutschen, was Sponsorenverträge betrifft. Insoweit hat das auch seinen Nachlauf. Aber die Kosten wachsen bei sowas ja auch mit, vor allem die Personalkosten. Über Prämien wollen wir jetzt gar nicht sprechen, aber einfach mal auf den Etat. Der ist letztes Jahr von 60 auf 80 Millionen Euro gewachsen, dieses Jahr wahrscheinlich auch nochmal eine ganze Ecke oben drüber. Die Bayern haben schon immer gelästert, dass man mit 60 Millionen Euro keinen Spitzenfußball anbieten kann. Wenn Sie da jetzt auch personalseitig, kostenseitig in die Größenordnung eines Champions-League-Anwärters reinwachsen in den nächsten Jahren? Also erstmal zu der Aussage, dass man mit 60 Millionen das nicht reißen kann. Wenn wir von Personalkosten hier reden, reden wir bei den 80 Millionen von allen Personalkosten, das heißt vom Spieler bis zum Pförtner. Und was das Gute bei uns ist, ist, dass wir die Personalkosten, was den Kader betrifft, sehr variabel gestalten, dahingehend, dass 40% der Vergütung variabel sind, der Rest sind fixe Beträge. Insoweit verdienen unsere Spieler natürlich am sportlichen Erfolg mit, proportional. Auf der anderen Seite reduzieren sich aber auch Personalkosten, wenn das mal nicht so sein sollte. Und das ist auch wichtig in unserer Situation, dass sich die Einnahmen mit den Ausgaben immer im vernünftigen Verhältnis bewegen. Na, junge, ambitionierte Nachwuchsspieler, die zum guten Club wollen, unterschreiben solche Verträge ja. Wenn Sie jetzt Topstars aus dem Ausland holen, um Lücken im Kader zu schließen, werden die möglicherweise stärker auf ein Fixgehalt drängen und dadurch auch Ihre Gehaltsstruktur verändern. Fürchten Sie das als CFO? Erstens ist das nicht eine Betrachtung, die nur mich betrifft, sondern gleichermaßen natürlich auch Herrn Watzke und auch Herrn Zorc in diesem Kontext. Und wir achten schon sehr darauf, dass unsere Gehaltsstrukturen nicht aus dem Ruder laufen. Da sind wir eben Borussia Dortmund, nicht Manchester United, aber an der Stelle auch nicht Bayern München. Bei Borussia Dortmund hat er ja einen schlechteren Leumund aus der Vergangenheit als Bayern oder Manchester. Sie sind ja im Prinzip jetzt genau an dem Punkt, wo vor 15 Jahren Ihre Vorgänger waren. Champions League kurz vorm Triumph, im Wettrüsten mit dem FC Bayern. Damals ging es dann ein paar Jahre später auf die sehr schiefe Bahn. Was wollen Sie denn anders machen als Ihre Vorgänger, dass sich das nicht wiederholt? Also wir machen erstens kein Wettrüsten mit dem FC Bayern. Wir sind sehr fokussiert auf unsere Einnahmen und Ausgaben zum einen und unsere Möglichkeiten. Und die Historie von Borussia Dortmund hat auch gezeigt, dass man sich in diesem Korridor bewegen soll. Wir können kein Wettrüsten gewinnen. Das ist das eine. Zum anderen sind wir in einer ganz anderen Situation als damals. Wir haben heute noch 50 Millionen Finanzschulden. Wir werden dieses Jahr deutlich über 200 Millionen Umsatz machen. Das heißt, wir haben ganz andere Verhältnisstrukturen. Damals redete man wohl eher mit einer Größenordnung von nachhaltig vielleicht 70, 75 Millionen Umsatz. Bei einem Finanzschuldenvolumen Mitte des letzten Jahrzehntes von fast 200 Millionen Euro. Insoweit sind wir sehr gesund und können natürlich auch angemessen reagieren auf Veränderungen in der sportlichen Leistungsfähigkeit. Und das Stadion gehört Ihnen ja auch noch, soweit ich weiß. Auch das noch. Ja. Und jetzt kommen wir nochmal als kleine Sahnehäubchen, 37 Millionen Euro aus München überwiesen für Mario Götze. Wie viel bleibt denn davon eigentlich hängen nach Abzug aller Kosten und Steuern? Also wir hätten erstmal gerne auf diese 37 Millionen verzichtet und uns hätte es sehr viel besser gefallen, wenn Mario bei uns geblieben wäre. Was da im Einzelnen dann Bottomline dann hängen bleibt, werde ich Ihnen heute nicht sagen. Schade. Aber was man ja konstatieren kann, ist 70 Millionen aus der Champions League plus Transfererlöse plus das alles, was dann dazugehört, ein Klimpergeld.
Sie schwimmen ja mehr oder weniger in Geld, können sich aussuchen, was Sie mit den Überschüssen machen. Wie ist da Ihre Managementstrategie, gerade für Sie als CFO? Sind Sie eher derjenige, der vielleicht sagt, lass uns ein paar Schulden tilgen oder ein bisschen was zur Seite legen und die sportliche Leitung vielleicht sagt, lass uns den Kader verstärken, dass wir nächstes Jahr wieder da oben mitspielen können? Also wir haben eine ganze Gesamtstrategie, die wir auch abgestimmt haben, Herr Watzke und ich an der Stelle. Und wir wollen sportlichen Erfolg haben, diesen auch maximieren, ohne dass wir neue Schulden aufnehmen. Das heißt im Klartext, dass wir Altschulden sukzessive tilgen werden, aber den operativen Geschäftsbetrieb nicht über Finanzschulden neu finanzieren. Und da werden wir auch die Strategie nicht verändern, sondern eben schauen, dass wir das, was wir an Geld haben, sehr gezielt für junge Spieler mit High-Potential-Ambitionen denn auch einsetzen. Lassen Sie sich einfach überraschen an der Stelle. Ja, einige Bundesliga-Manager lassen sich auch überraschen, welche High Potentials dann rüberwandern zum BVB. Ich glaube, für den Rest der Liga sind Sie das, was die Bayern für Sie sind im Moment. Aber da tut sich einiges. Ich habe zum Schluss noch drei Fragen für Sie von Finance TV, die ich Sie bitte, mit Ja oder Nein zu beantworten. Ja. Zuerst die Frage, müssten Sie nach einer Saison, in der Sie sich nicht für die Champions League qualifizieren, sofort Topspieler verkaufen? Nein. Macht Ihnen Ihr Trainer Jürgen Klopp jetzt großen Druck, einen großen Teil der Zusatzerlöse in neue Spieler und den Kader zu reinvestieren? Nein, an der Stelle so nicht. Jürgen ist ein sehr netter, bodenständiger Mensch und die Abstimmung, wo wir was investieren, findet zwischen Herrn Watzke, Herrn Zorf und Herrn Klopp statt. Und das wird alles vernünftig laufen. Und zum Schluss eine persönliche Frage. Sind Sie als CFO derjenige, der jetzt bluten muss für den großen Erfolg, weil alle in Ihrem Umfeld mehr Ansprüche haben und das Geld sehen wollen? Nein. Dann hoffe ich, dass Sie viel Erfolg haben in Wembley. Es wird bestimmt Dankeschön. Ein schönes Spiel. Wir freuen uns alle darauf und auch, dass Sie auf dem Pfad der Tugend weiter wandeln. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Danke Ihnen auch fürs Zuschauen und freuen uns, wenn Sie am Mittwoch wieder da sind. Da schauen wir mal zurück auf die HV-Reden der deutschen DAX-Vorstände, wie sie sich geschlagen haben, wer vielleicht Mist erzählt hat und wer es besonders hervorgetan hat. Das wird spannend. Schauen Sie rein und genießen Sie den Tag. Danke und tschüss.